Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Kevin Kupferknosp ist back in the hood. Und da fuhr gerade der Weihnachtsmann. Und ich habe mich neu ausgerüstet. Ein paar Kleinigkeiten habe ich geändert. Auf jeden Fall habe ich jetzt diese komischen Wimpel am Arsch. Und ich gehe mal einfach davon aus, das ist die neue Mode. Komm hier. Philipp Geisterwolke, Legende der Pyromantie. Der hat ja einen Weihnachtsschlitten. Ich will auch einen Weihnachtsschlitten. Lass mal gucken. Reittiere. Ankylosaurus. Ist er neu? Nee. Uralter Kai. Was ist das denn? Das ist ja lustig. Mofa la 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 lama. Violetter Gleiter. Das weiße Stute. Rotnasenrentier. Das ist eine bunte Zuckerstange. Bunte Zuckerstange. Irgendwie lustig, oder? Und der Rentierschlitten? Plus 40%? Plus 40%? Alles nur plus 40%. Ich glaube, ich hole mir mal ein weihnachtliches neues Haustier. Oder? Soll ich mir eine bunte Zuckerstange holen? Lass mal gerade überlegen. Ne, eine bunte Zuckerstange. Dann habe ich noch ein paar Kronen übrig. So. Scharing, scharing. So, und das werden wir uns jetzt mal anziehen. Reittiere. Bunte Zuckerstange. Huhu. Hallo. Wum, wum. Bin ich cool oder was? So. Ja, ich finde es lustig. Klar, der Schlitten wäre auch cool gewesen, aber der wäre mit... ich war jetzt ein bisschen zu geizig dafür. Deswegen holen wir uns nur einen. Der macht ja sogar Geräusche. Cool. So, mit diesem bunten Schlitten, mit der bunten Zuckerstange, hui, flitzen wir jetzt mal zur nächsten Quest, und zwar nach Knight's Court. Guten Tag. Halt! Da fällt mir was ein. Ich wollte nämlich hier noch gerade mal meine Fläschchen auffüllen. Ih, wie ekelhaft. Fülle alle Tränke. Ja, hab noch 34.000 Gold übrig. So. So, der Trenty Boy ist jetzt mal gerade... macht mal gerade ein bisschen Pause. Der muss seine morschen Rindenknochen ein bisschen schonen. Und wir fliegen weiter. Was müssen wir eigentlich alles machen? Da müssen wir hin. Da müssen wir noch Kisten sammeln. Das ist ja Pillepalle. Randalierer müssen wir noch kaputt machen. Mhm. Na gut. Jetzt fliegen wir aber erstmal nach Knight's Court. Weihnachtlich. Das ist mein weihnachtliches Reiseding, Marleybone. Mein weihnachtliches Reittier. So. Ja, wir haben Vormittag. Ich spiele ausnahmsweise wieder mal am Vormittag. Draußen ist es arschkalt. Richtig kalt. Und... ich habe jetzt ein Stündchen Zeit, noch ein bisschen was aufzunehmen. Hier muss ich lang. Worüber ich mich natürlich freue. Aber dieses Teil sieht schon seltsam aus, was ich da anhab. Und ja, danke für die Hinweise. Die Stange, die Waffe und die Schuhe sind natürlich nicht aus dem Olymp, sondern aus dem aus den Kartensets, die mir geschenkt wurden. Okay, ich hab's
Naja, ich habe an dem Tag ja aber auch so viel bekommen, dass ich das gar nicht auseinandergehalten bekomme, was das alles von wem war. Es war auf jeden Fall eine Menge. Rezepthändlerin. Oh, was hast du denn? Nichts für mich. Gut. Night Code. Ist hier sonst irgendwas Interessantes? Nein. Jetzt müssen wir mit Sergeant Steg sprechen. Kumpel. Ein guter Mann, dieser Watson. Und wunderbar, dass du... Wir kratzen uns wegen ihm schon eine Weile Fragen ab. Jack, der Kratzer ist wieder unterwegs, um unschuldige Jungfrauen zu zerkratzen. Meine Jungs und ich... Aber vielleicht kann ein junger Zauberer wie du den Fall ja lösen. Ich fürchte, dass Lady Mülltop möglicherweise angegriffen wurde. Da muss ich doch bestimmte Sachen sammeln, oder? Hi. Zum Glück bist du hier. Es war schrecklich. Ich wurde gerade von einem brutalen Kater angegriffen. Er ist direkt in diesen Uhrenturm gerannt. Bitte weise ihn in seine Schranken, bevor er wieder kratzt. Na klar. Ich besiege jetzt Jacke, den Kratzer. Mach ich doch mit links. Hoffe ich. Bin auf jeden Fall ein bisschen besser noch ausgerüstet jetzt. Aber die Wimpel am Arsch, die sehen ja irgendwie seltsam aus. Richte dich darauf ein, diese Ebene des Seins zu verlassen, Zauberer. Die bösen Kätzchen. So, dann lass mal gucken. Aha, der ist sogar Eis. Das ist ja traumhaft, oder? Aber wir machen erstmal Dette auf mich. Aber wie ihr seht, ist meine Hitpoints-Zahl ein bisschen runtergegangen durchs Ausrüsten. Aber es ist noch alles noch erträglich. 40 oder so ist es runtergegangen, mehr nicht. Super Pip erhalten. Feuerfalle auf ihn. Jack der Kratzer. Jacques Le Kratzer. Das machen wir noch. Bevor der erste Eiszauber kommt. Und da ist er schon. Ah ne. Minus 50%. Uiuiuiuiui. Eine Verteidigung lässt ja echt zu wünschen übrig. So. Was haben wir denn jetzt im Angebot? Dann machen wir noch. Wildfeuer kostet 2. Aber das ist nicht so schlimm hier. Wir machen mal das gerade weg. Und das weg. Und das machen wir gerade auch mal weg. Machen Wildfeuer. Und dann hoffe ich, dass jetzt gleich sowas wie Meteorit kommt oder so. Ja, gut, dass ich gerade den Schild habe. So. Da ist dein Angriff relativ lächerlich gewesen. Du legst dich hier mit Kevin Kupferknospe an. Du komischer Typ. Jacques, na dann werden wir dir damit aber mal eins über den Deckel mal ziehen, oder? Jacques, das war's für dich. Da bin ich mir relativ sicher. Plus 35, plus 25 und Wildfeuer und eine Steigerung. Boah, mein heftigster Angriff bisher im Spiel. 2000 abgezogen. Kaius, das hast du gut gemacht. Da kriegt der das noch und dann gleich einen Feuervogel. Der greift mich mit dem Feuervogel an? Der hat ja wohl einen Affen im Arsch auf. Boah, wie viel mir abgezogen wird. Mann, oh Mann, oh Mann. So, gib alles, Kevin. Ach, ich hätte eine Angriffsverstärkung noch gebraucht. Egal.
Oh, minus 50%. Scheiße. Das ist nicht gut gewesen. So, jetzt aber. Ja, das müsste ja eigentlich hinhauen. Ach, schon wieder. Ich sehe es auch richtig cool aus, muss ich sagen. Auch wenn ich die Wimpel am Hintern kleben habe. Trotzdem sieht meine Ausrüstung jetzt eher nach Kampf aus. Nächstes Mal wird es nicht so lang. Jacques der Kratzer schwankt davon und zischt. So, pass mal auf, was wir jetzt machen, ist direkt Galanhut. Mach mal Schnellverkauf. Ach, das ist interessant. Interessant. Nee, machen wir jetzt nicht. Jetzt gehen wir erstmal hier raus und sprechen mit Sergeant Steg. Sehen, was er uns zu sagen hat. Hallo, Sergeant. Jacques der Kratzer ist entkommen. Verzweifle nicht. Wäre er kein Meister der Verkleidung, hätten wir... Meine Jungs sind zurzeit damit... Das ist zweifellos, dass wir... Sieh zu, was du gegen diese tödlichen Kratzer tun kannst. Nö. Das mache ich nachher. Jetzt werde ich erstmal... Moment, ich mache mal hier einen Wegpunkt hin, um, dass ich mich dahin gleich zurückbeamen kann. Aber jetzt werde ich gerade erstmal nach... Guck, der hat nämlich auch so eins. Jetzt fliegen nämlich alle damit rum, habe ich mir fast gedacht. Aber ist mir auch egal. Hauptsache, ich habe noch ein anderes Reittier in meinem Inventar. Nach Regent's Square. Wir wollten jetzt mal nämlich ein paar Kisten sammeln. Das ist nämlich ziemlich einfach. Warum zeigt ihr mir den Eisenhütte nicht an? Wo ging's nochmal nach Eisenhütte? Warum zeigt ihr mir das nicht an? Lass mal gerade überlegen. Wo ging's denn da nochmal entlang? Hier hinten? Nein. Ach Mano, das ist ja blöd. Chelsea Court, das liegt ja alles in derselben Ecke. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ligmore Station Fahrstuhl. Aber wir wollen nach Eisenhütte. Wen haben wir denn hier noch? Noch ein Futterrezepte mehr. Futterrezepte brauche ich nicht. Aus dem Weg. Oh, hier hat ja jemand eine Quest für mich. Wir brauchen geeignete Leute, die sofort zum Kensington Park mitkommen. Ich würde nicht allein dorthin gehen. Es ist zu... Du benötigst ein Ballonticket. Sprich zuerst mit Tracy und anschließend mit dem diensthabenden Officer. Das hört sich an wie ein Dungeon. Du willst also per Ballon nach... da kommt gerade einer. Wenn du jetzt ein Ticket kaufst, kannst du dir... Hier kannst du Tickets nach Kensington kaufen. Möchtest du eines? Klar. Das ist nämlich ein Dungeon. Ich guck mal gerade. Ach so, das ist Eisenhütte. Wo geht's nach Kensington Park? Lass mal gerade gucken. Ach hier. Das ist nämlich auch ein Dungeon. Du betrittst gleich einen Dungeon. Dieser Dungeon nimmt 3 Stunden in Anspruch? Puh.
Puh, da habe ich jetzt aber gerade keine Zeit für. Wann habe ich denn bitte schön 3 Stunden Zeit, um einen Dungeon zu machen? Ist denn ohne... Ich nehme Freunde mit. Du betrittst gleich einen Dungeon. Wenn du ja. dich länger als... Damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in der Eisenhütte. Bis dann und tschüss.